klassisch, aufregend, aus der Zeit gefallen. Alles das trifft auf die de facto Transit zu. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es wieder um eine de facto Uhr, de facto gehört zur Iqla Gruppe. Ihr wisst das, ihr habt das schon gehört. Zu Iqla habe ich schon eine ganze Menge Videos gemacht. Ich verlinke euch das oben unter dem i und am Ende des Videos, falls ihr noch mehr wissen möchtet zu Iqla, schaut euch gerne die Videos an. Iqla hat 4 Marken, ist ein Uhrenspezialist und das Ganze erkläre ich euch in den anderen Videos, aber jetzt geht es um die de facto Transit, eine Uhr, bei der ich lange nicht wusste, was ich denken sollte. Ich habe sie im ersten Schritt für furchtbar langweilig gehalten, dann für doch relativ interessant und dann kam ich zum Gedanken, eigentlich passt sie weder in die heutige Zeit noch wirklich in die Vergangenheit. Es ist keine richtig moderne Uhr, es ist keine richtige Retro-Uhr. Und gerade das mag ich eigentlich sehr an der Uhr. Und deshalb finde ich auch den Namen Transit sehr passend, weil die Uhr in Bewegung ist und nicht wirklich in irgendeiner Zeit fest verankert ist, sondern für mich in gewisser Weise wie aus der Zeit gefallen wirkt. Finde ich super, gefällt mir sehr und ich möchte euch das gerne im Detail etwas erläutern und dafür die Uhr etwas genauer anschauen. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Uhr extrem reduziert und das gibt es mit vielen anderen Uhren, aber für mich wirken extrem reduzierte Uhren üblicherweise eher etwas technisch oder technokratisch, etwas härter. Diese Uhr wirkt auf mich ganz anders und das liegt daran, dass sowohl die Zeiger als auch die Indizes alle abgerundete Formen haben und dadurch wirkt diese doch extrem reduzierte Uhr auf mich eher organisch, weich als hart und technisch. Und das finde ich ausgesprochen charmant. Oft habe ich bei organischen oder weicheren Uhren auch eine gewisse Opulenz festgestellt, dass die Uhr doch optisch und designmäßig sehr reichhaltig ausgestattet ist. Und hier ist die Uhr designmäßig doch sehr stark zurückgenommen und wirkt trotzdem nicht technisch oder hart. Und das finde ich absolut interessant und hat mich auf den zweiten, dritten Blick echt begeistert. Dafür muss ich die Uhr aber ein paar Mal angucken, bis ich mir selber klar war, was ich tatsächlich von dieser Uhr denke. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich echt begeistert. Leider hat die Uhr nur eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar. Hätte sie 10, könnte sie mir tatsächlich echt gefährlich werden. Denn ich mag sie sehr in ihrer Schlichtheit und auch in ihrer zurückgenommenen Außergewöhnlichkeit. Außergewöhnlichkeit? Schreibt mir bitte mal gerne in die Kommentare, wie es heißt. Vielleicht gibt es auch kein Hauptwort dazu. Das Gehäuse ist wie alle Gehäuse von Iqla sehr sauber verarbeitet. Es ist gebürstet, mattiert. Der Boden auch, wie auch der Lünetten-Topring. Die Uhr ist mit Schnellwechselstegen versehen. Es gibt einen Sichtboden auf das Werk. Und die Gravuren sind, wie von Iqla gewohnt, sehr sauber ausgeführt. Ansonsten gibt es optisch an dem Boden nicht viel zu bemerken, außer dass er handwerklich wirklich gut gemacht ist. Das Lederband ist nicht besonders dick und zu den technischen Maßen und Spezifikationen kommen wir jetzt. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40 mm, auf der Vorderseite ein gewölbtes, innen entspiegeltes Saphirglas, hat einen Bandanstoß von 20 mm und ein gleichlaufendes Lederband, welches auch nicht so dick ist, sondern ein relativ dünnes und angenehm zu tragendes Lederband ist. Die Uhr hat eine Bauhöhe von 9,8 mm und wiegt ohne Lederband 58 Gramm. Es gibt Schnellwechselstege, sodass man auch
Bänder schnell und einfach tauschen kann. Von Horn zu Horn ist die Länge 44 mm, sodass die Uhr auch auf schmaleren Handgelenken angenehm liegt. Angetrieben wird die Uhr von einem ETA 2824-2. Die Uhr hat einen aktuellen Verkaufspreis von 985 Euro, was mit Sicherheit nicht ein Schnäppchen ist, aber angesichts der Verarbeitungsqualität halte ich das für immer noch angemessen. Auch und insbesondere, weil die Uhr optisch sich von anderen Uhren abgrenzt und auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, eine gewisse Besonderheit mitliefert. Schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Dafür muss ich meine 39 mm Steinhard abnehmen. Und wir können sehen, wie klein die Steinhard mit 39 mm gegen die 40 mm de facto Transit wirkt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl die Uhr 40 mm hat und damit für Dresswatches schon beinahe ein kleines bisschen größer ist, ist sie aufgrund der kurzen Hörner auch an schmalen Handgelenken wirklich gut zu tragen. Sie drückt nicht und sie steht auch nicht über. Das finde ich ganz wichtig. Hätte sie 10 Bar, könnte sie mir mit Sicherheit gefährlich werden, weil ich dieses Wechselspiel zwischen der reduzierten Anzeige und der beinahe organisch wirkenden Gestaltung der Zeiger und der Indizes sehr mag. Die Uhr ist, wie ihr sehen könnt, gebürstet. Das habe ich schon erwähnt. Auch der D-Top-Ring ist gebürstet, sodass die Uhr eine gewisse zurückgenommene Eleganz hat, die durch die Schlichtheit der Anzeige noch einmal unterstrichen wird. Die Wölbung des Saphirglases erhöht natürlich noch einmal den Preis des Saphirglases. Plane Gläser sind deutlich günstiger als gewölbte Gläser. Und auch in der Nachtansicht, das zeige ich euch ein klein wenig später im Video, erzeugt das nochmal einen ganz besonders angenehmen Effekt. Ich tue nochmal eine schwarze Pappe dahinter, denn ich finde gerade bei dieser Uhr kommt dann nochmal ein ganz anderer Kontrast rüber. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Uhr vor hellem und dunklem Hintergrund wirkt. Insgesamt eine Uhr, von der ich glaube, dass sie zu beinahe allen Anlässen getragen werden kann, Poolfeten und Schwimmevents einmal ausgenommen. Einige von euch wollten immer gerne wissen, wie die Zeiger gesetzt sind. Und das zeige ich euch gleich. Zunächst mal gucke ich mir nochmal die abgerundeten Stunden, Minuten und Sekunden Zeiger an, also jeweils einer natürlich, nicht mehrere Stunden Zeiger. Wenn ich gleich die Zeigerstellung zeige, kommt übrigens noch ein sehr überraschender Effekt, den man so auf den ersten Blick gar nicht sieht und vielleicht auch nicht vermuten würde, denn der Minutenzeiger ist ja doch optisch deutlich schmaler als der Stundenzeiger und erzeugt damit nochmal einen ganz eigenen Effekt. Wenn ich jetzt aber die Zeiger auf die 12 Uhr Position einstelle, werdet ihr feststellen, dass alle Zeiger gleich breit sind, was durch einen schwarzen äußeren Rahmen realisiert wird. Das heißt, der Sekundenzeiger deckt Minute und Stunde komplett ab und auch der Minutenzeiger würde die Stunde komplett abdecken, sodass die Zeiger, wenn sie sich überlagern, sich wirklich komplett verdecken. Finde ich sehr interessant gemacht, weil man den schwarzen Rahmen der Zeiger vor dem schwarzen Hintergrund auf den ersten Blick gar nicht sieht und das erst dann wahrnimmt, wenn die Zeiger tatsächlich unmittelbar übereinander stehen. Fand ich ganz witzig gemacht und so ein Punkt, ich mag solche Sachen, die man erst im Laufe der Zeit entdeckt, die nicht ganz offensichtlich sind und ein "Oh, so funktioniert das also" beim Betrachten der Uhr auslösen. Apropos Betrachten der Uhr, schauen wir doch mal an, wie die Uhr bei Nacht aussieht.
Ich habe ja schon gesagt, dass Leuchtmasse verbaut ist, BGW 9 für Zeiger und Indizes und eine rote für den roten Sekundenzeiger. Ich glaube, die Uhr ist wirklich lange und gut ablesbar. C1, X3 wäre natürlich länger und heller, aber BGW 9 ist eine wirklich gute Wahl. Und durch das gewölbte Saphirglas entsteht in der Nachtansicht ein bisschen der Eindruck, als wäre das gesamte Ziffernblatt gewölbt. Und das fand ich super interessant. Ich mochte das sehr, obwohl das Ziffernblatt bei näherer Betrachtung meiner Meinung nach plan ist. Nicht ganz leicht zu erkennen durch das gewölbte Glas. In der Nachtansicht scheint das Ziffernblatt tatsächlich richtig gebogen zu sein. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr über diese Uhr denkt, über die Art der Anzeige, über die runden Indizes, die runden Zeiger auf dem reduzierten Blatt. Ich finde die Uhr klasse, mich würde eure Meinung interessieren. Aber viel wichtiger ist mir, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und vor allem freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.